Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat. Mit meiner Kollegin Susan Freuzheim werden wir heute das Thema Seelencoaching besprechen. Unsere Gäste dazu sind Miriam Winkler, Bianca Sommer, Christina Krüger und für die musikalische Untermalung wird uns die Julia begleiten und der Tino. Hallo zusammen. Auch herzlich willkommen von mir. Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid und ich glaube, es wird eine ganz spannende Runde. Spannende Runde. Deine Geschichte ist so spannend und für viele Menschen wahrscheinlich genauso erschreckend, wie aber auf der anderen Seite wieder faszinierend. Denn dir ist etwas passiert, was viele Menschen sagen, okay, hoffentlich passiert uns das nicht, wenn ein Kind stirbt, wenn der Sohn vom Balkon fällt. Man denkt nur, okay, er kommt ins Krankenhaus, er liegt im Koma, vielleicht sind die Verletzungen gar nicht so dramatisch. Und dann kommt die Nachricht, leider keine Rettung möglich. Wie habt ihr auf dieses Thema reagiert und was ist dann passiert? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein Erlebnis, was sich, glaube ich, keine Mutter vorstellen kann und kein Vater vorstellen kann, dass das eigene Kind plötzlich und unerwartet aus dem Spielen heraus aus dem Fenster stürzt. Und Pablo war sofort hirntot, also die Einblutung war so schnell, so rasend, dass er wirklich die Seele zu Hause raus ist und ich ihn in diesem Moment gemeinsam mit meinem Mann auch halten durfte. Pablo kam dann nochmal ins Krankenhaus. Dort lag er dann ungefähr 2 Tage noch im Koma. Und schon im Krankenhaus war Pablos Seele ganz, ganz präsent und spürbar und auch mein verstorbener Kollege, der dann auch gesagt hat, Miriam, pass auf, du musst es anders machen wie viele trauernde Eltern, weil sonst überlebst du das nicht. Ja? Mhm. Du hast jetzt also die Möglichkeit, einfach den Pablos Übertritt in die geistige Welt als Chance und Möglichkeit zu nutzen und einen anderen Weg eben zu wählen. Ich wusste damals noch nicht, was ich denn anders da machen soll, was denn mein Weg ist. Und ich habe Pablos Tod recht schnell akzeptiert und angenommen. Ja, und habe mich quasi voll in das Vertrauen gestürzt der geistigen Welt gegenüber und habe geguckt, was kommt. Und Pablo war recht schnell präsent, auch mit den ersten Zeichen. Eine Woche nachdem er gegangen ist, kamen schon die ersten Zeichen von ihm. Ja, und er hat mich jetzt die letzten 4 Jahre geführt, auch in die Ausbildung zum Medium. Und heute sage ich, Pablos Übertritt, Pablos Tod ist für mein Leben, für mein Bewusstsein der größte Lehrmeister. Es ist nicht vergleichbar mit meinen Kindern in der geistigen Welt. Aber das, was du gerade erzählt hast, ist natürlich für viele Mütter ein absolutes Unding. Und ich kann mir vorstellen, dass auch wenn du sofort Informationen aus der geistigen Welt erhalten hast, was wir ja alle oder fast alle bekommen, dass es trotzdem den Moment gibt, in dem man das Geschehene kaum fassen kann. Ja? Und ich meine, wir hatten ja schon das Vergnügen, auch Pablo im Jenseitskontakt zu haben. Ja. Und das war natürlich für mich auch sensationell, weil wir uns nicht kannten und er doch so viele Zeichen gegeben hat. Mhm. Und ich habe damals schon gedacht, wow, wie sehr du wirklich auch für dich das Bewusstsein in der geistigen Welt hast und auch das Bewusstsein bei deinem Kind, also dass dein Kind wirklich immer an deiner Seite ist. Ja. Und genau das wünscht man sich ja für so für viele Hinterbliebene, dass sie das viel einfacher erkennen können, das vom Mensch zum Feinstofflichen gehend. Ja. Aber was war für dich der Punkt, dass du es wirklich einfacher annehmen konntest?
Also Susan, man kann das gar nicht wirklich beschreiben. Ich hatte davor nichts mit dem Leben nach dem Tod zu tun, also bevor Pablo ging. Und ich habe rückblickend, sage ich, das war wie, wirklich wie ein Bewusstseinsswitch, ja, in diesem Moment, als Pablo ging. Und ich, das war einfach ein Gottvertrauen, so würde ich das heute beschreiben. Hast du deinen Mann da einfach mitnehmen können? Weil es gibt ja immer diese Rückfälle. Man hat ja die Trauerphase mit Schockphase, Emotionalphase, Kontrollphase. Und wenn du sie vielleicht nicht so sehr hattest, aber er hat sie bestimmt auch gehabt. Ja. Also natürlich, mein Mann hatte diese Phasen und meine Familie auch, also meine Eltern, mit denen ich im Haus wohne. Ja, Pablos Cousine, die mit dabei war, als er ging. Alle waren in diesen Phasen, aber ich für mich sage, ich war nicht in diesen typischen Trauerphasen. Ich hatte keinen Schock. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich kann auch gar nicht sagen, ja, warum, wieso das bei mir nicht so war. Aber ich glaube, dass ich einfach auch 39 Jahre wirklich von meinen Spirits darauf vorbereitet worden bin, auf diesen Moment, was jetzt kommt. Ja. Das ist die Antwort, weil man, also ich kann das für mich nur auch sagen, in den begleitenden Todesfällen, die ich hatte, dass du sofort die Seele wahrnimmst. Und dann hast du zwar dieses Menschliche auch, aber du hast auch sofort das Feinstoffliche. Und du trauerst, du kannst ja nicht um etwas nicht, also um etwas trauern, was neben dir steht. Ja, wie soll das funktionieren? Ja. Und ich meine, es switcht zwar immer zwischen dem Menschlichen und dem Feinstofflichen hin und her, ja? Aber es ist wirklich sehr spannend, was dann auch passiert, weil die Trauer ist einfach anders. Die Trauer ist anders und sie ist da, das ist mir auch wichtig zu sagen, auch ich habe getrauert oder es kommen auch heute noch emotionale Momente, ja, wo auch mir die Tränen kommen. Steht aber dann sofort Pablo da, ja, gefühlt rollend die Augen und sagt, oh Mama, jetzt geht die Leier wieder los. Ja. Das ist aber lieb gemeint, komm, das ist süß. Ich bin doch da und trotzdem sage ich ja, aber ich bin auch eine Seele in einem menschlichen Körper. Du hast mich vor 12 Jahren zur Mama gemacht und es ist ja im Körper nicht so einfach, wenn das Kind stirbt, ja. Und das ist super, dass du das so auch erzählst, weil viele glauben, nach diesen Trauerphasen ist es einfach vorbei. Nein, es ist nicht. Und es ist eben nicht vorbei. Ja. Man fällt auch nach 10 Jahren noch zurück, weil in dem Moment, wo du ja dran denkst, du automatisch wieder zurückgehst. Ja. Und es ist wirklich wichtig, auch für die Zuschauer, das zu erfahren, dass es auch kein Ende da gibt. Nee, es ist kein Ende und ich lasse die Trauer dann immer fließen. Also da hatte ich auch ganz, ganz tolle Menschen an meiner Seite, die mich da geführt haben, nicht die Trauer wegzudrücken, sondern wirklich, wenn die Welle kommen, das sind ja meistens Trauerwellen, ja, sie durchzulassen, zu fühlen, zu spüren. Ich mache das auch ganz bewusst an Pablos Heimkehr, an Geburtstag. Ja, das war vor 2 Wochen, ist er jetzt seit 4 Jahren in der geistigen Welt. Da nehme ich mir bewusst auch immer wirklich frei in dieser Woche, um reinzuspüren und reinzufühlen, wo stehe ich ja, als Mensch, auch in der Trauerphase. Miriam, du hast mir erzählt, du hast ja ein Buch geschrieben, Pablos große Reise, und hast mir das zugesandt, weil der Pablo gesagt hat, schick mal dieses Buch bitte zum Nepomuk. Ja. Ich kriege ja viel Post oft. Haben wir das gelesen, haben wir gedacht, okay, das Buch ist jetzt ein bisschen anders geschrieben als wie der Rest. Das Buch ist nicht geschrieben in dem Sinne von einer trauernden oder verzweifelten Mutter oder Eltern, sondern von jemand, der die andere Perspektive einnimmt. Wenn man diese andere Perspektive einnimmt und wir reden heute über Seelencoaching, wie hat denn das Umfeld, du hast gesagt, okay, du hast relativ schnell erkannt, dass das war das physische Ende, aber nicht die Existenz von Pablo. Wie hat denn das physische Umfeld darauf reagiert, dass du anders reagierst, als wir eigentlich erwartet? Das ist ganz spannend. Viele sind natürlich gegangen aus meinem Umfeld, die zum einen mit diesem schrecklichen Erlebnis schon gar nicht klarkommen konnten. Und ich glaube auch eher mit dem Gefühl, Gott sei Dank hat es mich auch nicht getroffen. Mhm. Zum anderen natürlich sehr befremdlich für viele, wie meine Entwicklung ist, weil der Tod wird ja in der Gesellschaft ja immer noch leider Gottes totgeschwiegen. Und ich mache das nicht. Ja. Ich gehe raus, ich rede darüber, ich erzähle auch, wie ich Pablo wahrnehme. Und mittlerweile, das passiert ja heute immer noch, auch nach 4 Jahren, was nicht mehr in mein Energiefeld passt. Ja. Und die Menschen, die gehen oder ich verlasse sie. Das ist, und es kommen eben wieder neue rein, die wieder ein Stück weit mich begleiten. Ich komme nochmal auf Pablos Geschichte zurück.
Aber ich möchte gerne mal mit der Bianca auch ein paar Fragen stellen. Denn du bist ja auch seit Kind auf schon medial veranlagt und du sagst, ich bin ein Mensch, der seinem Herzen folgt und seine Berufung lebt. Denn es ist ein Teil von mir. Ich bin ein Herzensmedium. Jetzt möchte ich mich fragen, ein Medium und ein Herzensmedium, gibt es da Unterschiede oder ist da noch besonders liebevoll zu deinen Menschen, die zu dir kommen? Also ich glaube schon, dass meine Klienten sagen, dass ich besonders liebevoll bin. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man die Medialität leben kann. Es gibt auch Medien, die da sehr nüchtern, sehr sachlich sind. Und ich sage immer, ich bin auch so ein Mensch zum Anfassen, zum Umarmen. Und das ist eigentlich ganz normal, wenn die Klienten aus dem Haus gehen, die fragen alle. Meistens sehe ich es natürlich schon, dass die Frage kommt und sage, ja, ist in Ordnung. Und dann gibt es die Umarmung. Ich bin immer so ein Umärmelbär, wie ich gerne sage. Ich glaube, wie gesagt, es liegt einfach so ein bisschen mit, ich bin einfach sehr emotional, ich bin Empathin, ich spüre die Gefühle der anderen, egal ob Mensch oder Tier. Und das kann und will ich auch gar nicht abschalten. Und es fällt mir halt schwer, das einfach ganz nüchtern und sachlich zu übermitteln. Wann war der Moment, als du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht der klassische Beruf, den ich machen möchte, sondern ich traue mich auf die Straße, die andere als Hokuspokus bezeichnen und zeige mich so, wie ich bin? Das hat, ich sage jetzt mal, aus meiner Perspektive verhältnismäßig lange gedauert, weil ich habe ja schon mit der Tierkommunikation gearbeitet, aber ich habe sehr lange gebraucht, wirklich dieses an die Öffentlichkeit gehen damit, also das wirklich nach außen zu tragen. Ja. Wenn mich Leute gefragt haben, was machst du beruflich, dann habe ich immer erst mal alle anderen Sachen aufgezählt und so. Dann haben die Leute schon nicht mehr zugehört. Das war dann immer das Gute. Und dann habe ich das Medium so ganz zum Schluss einfließen lassen. Also ich habe da einfach für mich ein bisschen länger gebraucht tatsächlich, weil, ja, ich bin, wie gesagt, da jetzt schon ein bisschen länger da drin. Und zu der Zeit war es dann so, wenn man gesagt hat, Medium, dann guckte man so, okay. Die gucken Ja. heute noch so, aber das ist nicht Ich finde, schlimm. es ist mittlerweile echt entspannter. Also ich finde, es ist in den letzten 10 Jahren echt lockerer Wir haben eine geworden. eigene Flasche, wo Medium draufsteht. Das muss erstmal einer können, ja. Absolut. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und dann steht das Mediumwasser schon Genau. parat. Ne? Ja, diese Medialität entwickelt sich ja momentan zum neuen Yoga. Gott sei Dank. Man geht entspannter damit um, aber natürlich in den breiten Bevölkerungsschichten natürlich vielleicht noch nicht. Ich glaube, viele betrachten auch diese Sendungen so nur nach dem Motto, ja, ich habe es gesehen, aber ich sage es niemand. Aber es geht um Seelencoaching heute. Die Hoffnung haben ja wahrscheinlich die meisten, haben gesagt, wenn ich sterbe, vielleicht ist da noch was. Haben für dich diese Hinterbliebenen eine besondere Botschaft oder in diese Zeit, also nicht nur persönlich, mich gerne interessieren, ob die Verstorbenen jetzt gerade in dieser Wendezeit sagen, okay, ich gebe auch hier irgendwas auf den Weg. Also was mir extrem auffällt, egal ob es von Menschen oder von Tieren kommt, ist, dass die Botschaft immer wieder ist, wir sollen mehr leben. Wir sollen das Leben auskosten, wir sollen das Leben ausnutzen und wir sollen nicht einfach nur funktionieren. Also es ist eine Botschaft, die in den letzten Monaten immer häufiger kommt, wo immer häufiger gesagt wird, genießt das Leben, schiebt nicht immer alles auf, sondern jetzt, ihr lebt jetzt. Es kommt ganz oft, ich habe das und das immer aufgeschoben auf den Tag, wenn. Und dann kam dieser Tag nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr da, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Und das ist so die häufigste Botschaft der letzten Monate, dass wir einfach wieder uns selbst mehr Zeit erlauben sollen für uns, für dafür uns mit uns selbst zu beschäftigen, das Leben wirklich auszukosten. Machst du denn sowas wie Seelencoaching? Bietest du sowas an? Und wenn Ja. ja, was genau machst du oder wie hilfst du den Menschen dann? Also die häufigste Frage, mit der die Leute kommen, ist natürlich die Lebensaufgabe. Was ist mein Weg? Was ist die Lebensaufgabe? Das ist die Frage, die am allerhäufigsten kommt. Was ich sehr erschreckend finde, in den letzten Monaten kommen immer mehr Lehrer zu mir. Also es ist Die sich 50 deplatziert in ihrem Prozent, Job fühlen? ja, 50% meiner Klienten, die zu so einer Beratung kommen, sind aktuell Lehrer. Die einfach unzufrieden sind, die sagen, ich will aus diesem System raus, ich will aus diesem Beruf raus, es hat mir immer Spaß gemacht und jetzt geht's nicht mehr. Und die einfach da wirklich einen Einblick haben möchten, wo könnte ihr Weg sie hinführen. Ja. Und ich finde es einerseits sehr spannend, weil das Schulsystem nicht ideal ist, weiß, glaube ich, jeder, zumindest jeder, der Kinder hat. Ja, wir hatten gestern schon mal das Thema kurz. Gut. Dann ist es anscheinend wichtig, dass es nochmal kommt. Genau. Ja, Ähm, unbedingt.
Und ich finde es auch sehr spannend, dass es so extrem viele Lehrer sind, die sagen, ich kann so nicht mehr. Es funktioniert so nicht mehr. Ich muss da stur Sachen abspulen. Ich muss da einem Plan folgen, der fernab der Realität ist. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Die kommen momentan sehr, sehr stark, weil sie auf der Suche sind, wo führt mich mein Weg hin? Weil sie merken, das kann ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Und wie hilfst du ihnen dann, beziehungsweise weiß er nach einer Stunde, wo sein Seelenweg ist? In den meisten Fällen ja, tatsächlich. für mich geht es immer darum, auch mit rauszukriegen, was sind die Talente. Mhm. Ich spüre natürlich rein, was kommt aus der geistigen Welt für einen Impuls. Und ich hatte letztens eine Lehrerin, wo der Impuls kam, ihr zu sagen, sie soll ein Buch schreiben über genau das, was ihre Ideen sind, was man anders machen könnte. Also sie soll das nach außen tragen und nicht weiter in ihre Küche vor sich ins Tagebuch reinschreiben, sondern sie soll das wirklich nach außen tragen. Und das kam da ganz klar aus der geistigen Welt. Und für andere führt der Weg einfach in andere Schulsysteme rein, als das klassische okay, staatliche. Ja. Und es gibt auch, ich habe ein Lehrerpaar gehabt letztens, wo dann einfach der Weg in die Richtung ging, die sollen sich eine Auszeit nehmen. Also da kam ganz klar aus der geistigen Welt, sie sollen mal einfach ein Jahr raus. Und das Spannende war, sie haben mir dann hinterher gesagt, ja, sie haben sich vor kurzem einen Bus geholt und überlegen schon die ganze Zeit, was sie jetzt machen und wo sie hinfahren. Super. Ja, Seelencoaching. Christina. Wie könnten wir mit dir, wenn ich so lese, Politik, Wissenschaft diskutieren oder das Interview in Englisch führen, aber da würde ich nichts verstehen wahrscheinlich. Du liest aus dem Feld der Liebe und der Sprung von Politikwissenschaft und Englisch zum Feld der Liebe ist doch ein Sprung, oder? Ja, ja, das war also das. Dieses Studium gemacht zu haben mit der Politikwissenschaft und auch das Englisch zu studieren, das hat mir viel Freude gemacht zu einem gewissen Teil, aber es hat mir vor allem auch gezeigt, wo nicht das Leben ist, zumindest für mich. Also ich war Waldorfschülerin, deswegen war ich da ein bisschen, sage ich mal, nicht im klassischen Schulsystem unterwegs. Ne? Jetzt ist das Thema wirklich da. War das besser? Also du hast jetzt keinen Vergleich. Ich war immer froh, dass ich dort war und nicht auf der normalen Schule, weil ich es sehr genossen habe, einfach dieses ganze Künstlerische und den Gartenbau und viel rausgehen. Mhm. Und das habe ich sehr genossen. Und dann war es aber sehr wichtig und hilfreich für mich, dass ich wirklich dieses Studium in diesem System gemacht habe, weil ich es so gefühlt habe, wie dieses System funktioniert und beziehungsweise nicht funktioniert, nicht für das Leben. Mhm. Ja, genau. Und deswegen, ich habe mein Studium beendet, dann bin ich in die Mutterpause gegangen oder in meine zweite Mutterpause, muss ich sagen. Ich habe ja noch einen älteren Sohn. Und dann in dieser Zeit, wo ich auch wirklich tiefe innere Erfahrungen, auch spirituelle Erfahrungen machen durfte, war dann sehr klar, wenn die Kinder aus dem Gröbsten sind, ich werde nicht in diesen Beruf einsteigen. Diese Erfahrungen, willst du darüber sprechen? Ja, kann ich gerne machen. Also im Zuge meiner spirituellen Beschäftigung könnte man sagen, ich war schon immer spirituell interessiert. Da war ein Ruf da. Ja, das ist schon immer für mich völlig klar gewesen. Ich wäre auch immer gern Jenseitsmedium geworden, witzigerweise. Vielleicht geht noch was. Es taucht auch immer wieder auf, aber es ist jetzt einfach nicht im Fokus im Augenblick. Aber ich habe mich einfach immer sehr, also mir war völlig klar, die Welt ist mehr als das, was mir hier so vor die Nase geführt wird. Ich habe auch sehr viel wahrgenommen. Ich war schon immer sehr intuitiv. Ich konnte schon immer auch die Erwachsenen als Kind so ganz gut wahrnehmen, was bei denen so los ist, was sie nicht zeigen wollen. Okay. Und ja, jedenfalls, deswegen Spiritualität war immer wichtig für mich. Und da habe ich mich befasst, weil ich auch einfach zum Teil unglücklich war. Ich war so viel in Ängsten und war so viel erschöpft und ich wollte wissen, wo die Wahrheit ist. Ich habe so in mir diesen Ruf gespürt, die Wahrheit ist nicht das. Das ist nicht die Endstation, was wir hier so uns gegenseitig sagen, das ist das Leben, das glaube ich nicht. Und in dieser Forschung auch wirklich mich, mein Inneres zu erforschen, mein Herz zu erforschen, das Fühlen wirklich zu ergründen. In die Seele darin, zu gehen. Ja, wirklich mit meiner innersten Essenz in Kontakt zu gehen. Die Sehnsucht war so stark. Und im Zuge dessen habe ich dann eben eine tiefe spirituelle Erfahrung machen dürfen, in der sich wirklich alles aufgelöst hat. Das heißt, das war dann der Schlüsselmoment. Das ist einer der wichtigsten Momente auf meinem Weg, würde ich sagen. Ja.
dass ich wirklich spürte oder dass ich wusste es, das war eine Erfahrung, die war realer als alles, was ich, nichts für ungut, ja, was aber ich hier da sonst so gibt's viele erlebe. Menschen, die davon berichten, die gesagt haben, Ja. wir haben jetzt vor ein paar Tagen immer in der Genau. Sendung, der auch gesagt hat, ich habe mit Ihnen Ja. dieses Erlebnis, ich wusste, das ist die Wahrheit. Genau, absolut. Und das ist die Unendlichkeit und das ist der Urton, der ist. Ja. Wie kamst du dann zu diesem Feld der Liebe, also darüber überhaupt so zu arbeiten, im Feld der Ja, Liebe? Wie hat dich das ja. oder wo? Das ist noch gar nicht so lange her. Dann habe ich das Lesen im Bewusstseinsfeld kennengelernt. Das ist so ähnlich wie in der Akasha-Chronik lesen. Zumindest leite ich es ein bisschen so ein, weil mit der Akasha-Chronik können doch die meisten was anfangen, glaube ich. Und ich habe das gelernt und ich konnte das praktisch. Es hat sofort funktioniert, wie einen Schalter umlegen. Und da habe ich dann aber, je länger ich damit gearbeitet habe, habe ich plötzlich gemerkt, oh, das verändert sich, die Qualität verändert sich. Ja, diese Stimmung oder diese Essenz, die ich wahrnehme, die wird immer umfassender, die geht mir immer tiefer. Also ich kann dieses Innen und Außen, ja, das ist ein Feld, das ist eine Qualität, die auch wieder ist, ähnlich wie diese Unendlichkeit aus dieser tiefen Erfahrung. Und dann habe ich direkt nachgefragt, was ist das denn jetzt für ein Feld? Das fühlt sich anders an als das, was ich gelernt hatte vorher. Und dann kam prompt die Antwort, das ist das Feld der Liebe. Und das hat mich sehr, sehr tief berührt, diese Mitteilung zu erhalten und es so zu fühlen. Und ich einfach, für mich war völlig klar, gut, dann arbeite ich damit weiter. Das heißt, du führst mich als Kunde oder Klientin dann in mein Feld der Liebe. Ja, oder in das und wir lesen für dich, Ach also die so, okay. Formulierung sozusagen. Genau. Ja, und aber eben da ist der Fokus, es klang bei dir jetzt auch schon an, der Fokus ist eben ganz stark da, was sind die nächsten Schritte, was möchte als nächstes passieren und auch steht ihm noch etwas im Wege, möchte erst etwas geheilt werden. Also deswegen sind es so die zwei Aspekte, wo möchte sich etwas lösen erst einmal, um dann wirklich das Potenzial wahrnehmen zu können. Und dann ist das, also das ist eine so tiefe Herzensfreude, die Menschen darin zu begleiten, weil zum einen ich darf sehen, welches Potenzial da ist, welche Schönheit da ist, und dann zu erleben, wie das bei den Menschen, wie sie sich ihrer bewusst werden und sich mit ihrer Kraft und ihrer Schönheit verbinden und dem, was da durch sie leben möchte. Also es ist auch so, dass es gar nicht. Oder ich erlebe es immer mehr so, dass es gar nicht so ist, ja, was ist denn für mich in dem Leben noch drin? Ja, was kann ich denn noch rausholen? Sondern immer mehr, aha, auf welche Weise kann ich dem Leben optimal dienen? Wie Genau. kann ich mich in den Strom stellen, um die Liebe, das Leben, die Freude durch mich fließen zu lassen? Und das passt auch so schön zu dem, was du gesagt hast, was die geistige Welt ja wohl immer wieder mitgegeben hat. Das höre ich auch die ganze Zeit, dass es wirklich darum geht. Ja, wir leben hier und dürfen uns unserer Schöpferkraft erinnern, zu unserer Selbstermächtigung wiederfinden. Und sind so schöne Prozesse. Es geht eben nicht mehr um den Einzelnen. Es Nein. geht um das, wie kann ich Hier, oder? dienen? Hier. Ja, Genau. Und dann genau. ist das Thema mit dem freien Willen nämlich echt so eine Sache. Wenn man wirklich mal sagt, okay, ich stelle mich in den Dienst und ich folge dem, was das Leben für mich vorgesehen hat, wer auch immer das dann genau ist, ja. Meine Seele vermutlich. Oder eben ja, was ich für dieses Leben wirklich, wofür ich hier bin jetzt gerade. Ja, dann merke ich auch, okay, dann gehe ich jetzt diesen Weg, selbst wenn ich auch mal die Hose voll habe und eine Herausforderung da ist, die Gehört mir sagt, dazu. oh je, wer hat sich das ausgedacht? Aber ich spüre, es ist die Wahrheit. Und deswegen weiß ich auch, dann wird es den Weg geben. Und das ist ein Geführtsein, ein Angebundensein und so ist das Leben. Das ist Wow. ja wie übersetzt für Männer. Jetzt einmal, die sitzen die ganze Zeit im Fahrzeug und du sagst, da ist ein Schlüssel, da kannst du einschalten und dann kannst du auch noch fahren. Genau. Genau, nicht nur im Auto sitzen, Nicht nur sondern auch fahren. sitzen Ja, drin. genau. Es ist eben, das ist voll im Leben. Das ist nicht nur meditierend in der Ecke sitzen und sich mit der geistigen Welt verbinden, sondern es ist gelebte Spiritualität. Ja. Ja, aber weißt du, und du hast vorhin gesagt, oder zu Beginn, hast du gesagt, du wärst so gerne im Jenseitsmedium geworden. Das, was ich gerade höre, ist, du bist perfekt da, wo du bist. Und das ist genau dein Ganz Talent, genau. verstehst du? Genau, das fühle Und ich nur auch. darum geht es ja. Aber Es das geht ja eben, nicht darum, die was zu machen, was Vorstellung war jeder eben macht. mal Ja, da. genau. Genau. Super. Miriam, aber wenn man die Gespräche so mit dem Pablo nachliest und was du mir so erzählt hast, kommt ja der nächste
ja, materialistische Schock. Denn Pablo sagt, Mama, weißt du nicht mehr? Ich habe mir das vorher so ausgemacht. Ja. Das ist natürlich auch mal eine Nummer, oder? Mhm. Das von Sohn zu hören, dann sagt, ich muss sterben, damit wir die materialistische Weltsicht einmal ein bisschen aufmischen. Ja, also ich kann mich jetzt hier nicht daran erinnern, dass wir das ausgemacht haben, bevor ich inkarniert habe. Er erinnert mich als immer wieder dran. Also Pablo ist ja so eine ziemliche, mit der Energie wirklich eine Rampensau, der sehr, sehr anstrengend teilweise wirklich auch für mich ist, dass ich da nicht immer hinterherkomme. Und das erste Buch hat er ja durchgegeben. Er steht jetzt schon in den Startlöchern für das zweite Buch. Ja, also er trippelt da schon und sagt, auf jetzt, Mama, wir müssen die letzten 4 Jahre ja, von meinem Bewusstseinsweg einfach niederschreiben. Ja, und noch dazu, er hat immer wieder neue Ideen und neue Projekte und seine neueste Idee war, wir brauchen einen Briefkasten an meinem Grab. Das ist doch sensationell. Ja. Gute Idee, das kann sie rumsprechen. Ne? Super Idee, dann sage ich ja, was willst du denn mit einem Briefkasten an deinem Grab? Ja, dass die Menschen, die mein Buch lesen, ja, mir schreiben können. Genau. Und es ist tatsächlich in der Tat so, dass ich mittlerweile ganz, ganz viele Anfragen bekomme. Was sagt Pablo dazu? Genau. Fragezeichen. Oder kannst du mal mit Pablo gemeinsam mir Heilenergie schicken? Weil wir gehen auch so ein bisschen in die Heilenergie rein, dass wir dem einen oder anderen auch schon helfen durften. In Draws Healing zum Beispiel auch. Und dann sage ich, gut, Pablo, also Briefkasten eigentlich nicht. Und er findet dann auch aber immer wieder die Menschen, die dann was für ihn tun. Also er hat jetzt einen Spengler auf mich gehetzt, ja, der dann gesagt hat, so klar, ich habe gehört, Pablo möchte einen Briefkasten, ich mache ihm den, wie soll er denn sein? Und dann sage ich, das ist mir völlig wurscht, ja, ich zahle, ich bin der offizielle Auftraggeber, aber frag doch Pablo, wie er ihn gern hätte. Und Pablo meint, er würde gerne antworten, aber er braucht halt mich dazu, ja, ich muss es aufs Papier bringen. Aber er würde den Menschen gerne antworten und ihnen ein bisschen... Du weißt schon, warum er das mit dieser Geschwindigkeit so macht. Um dich aus deinem Kopf zu bringen. Ja. Nur mit dieser Geschwindigkeit, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr mithalten, bringt er dich aus dem Verstand. Und deswegen hat er den Fuß auf dem Gas, damit du gar nicht erst nachdenken kannst. Das ist in allem so. Er hat ganz viele Projekte. Ich habe ja schon mal erwähnt, sein Filmprojekt steht ja auch in den Startlöchern. Er hat mittlerweile schon 4 Lieder durchgegeben. Der lieben Doris, die heute auch hier im Publikum sitzt. Zusätzlich hat er noch einen anderen Musiker, stand da auf der Matte und hat ein Lied durchgegeben und die Melodie dazu. Und das aber immer wirklich in einer rasenden Geschwindigkeit. Ich komme dieser Taktzahl oftmals nicht hinterher. Doch, das schaffst du schon. Weil zeitgleich soll ich ja auch oder darf ich ja auch Medium mittlerweile sein, ja, und habe den Spagat zu meinem Alltagsjob und zu dem Medium sein im Moment. Das geht schon. Was hat denn für eine Farbe, dieser Briefkasten? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er ist fast fertig. Ich denke, dass wir ihn die nächsten 2 Wochen dann am Grab anbringen können. Also, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist mit Sicherheit der Briefkasten schon da. Ja, genau. Weißt du, wie vielen Müttern du damit auch die Möglichkeit gibst, wirklich auch mit ihrem Thema leichter fertig zu werden, wenn sie hören, dass du mit deinem Kind solch eine Kommunikation aufbauen kannst, es einen Weg gibt, im Endeffekt vielleicht sogar mit ihrem Kind über dem Weg auch noch etwas aufzubauen. Also das ist natürlich sensationell. Also um das geht's ihm. Und er schickt mir tatsächlich im Moment auch einige verwaiste Mütter, die sagen, weißt du, ich kann gar nicht trauern, weil meine Familie, die Gesellschaft, ja, die sagen dann schon, also jetzt ist dein Kind schon 4 Monate tot, jetzt wird's aber mal Zeit, dass du mal wieder in die Puschen kommst. Ja. Und also das ist das eine. Und das andere, wenn sie dann von ihren Wahrnehmungen erzählen, ja, dann rollt das Umfeld auch die Augen. Und sie sagen, sie haben tatsächlich in ihrem näheren Umfeld niemanden, wo sie wirklich mal loslassen können und von ihrer Wahrnehmung und von der Trauer auch berichten können. Weil die Trauer will ja auch niemand hören. Ja? Mutter und Kind ist die stärkste Verbindung, ohne jetzt den Vätern zu nahe zu treten. Ja. Aber das ist wirklich die stärkste Verbindung. Ja. Und diese extreme Verbindung können die wenigsten Menschen nachvollziehen. Das ist das Problem. Seelencoaching geht auch über Musik. Ja.
Julio, Tino, meinst du, dass wir hier eine Musik aus der Ewigkeit für die neue Zeit kriegen? Als Seelencoaching-Massage. Wir schöpfen, wir doch. Siehst du? Jetzt geben wir die Sendung auf, und jetzt haben wir fertig gecoacht, oder? Hammer. Sensationell. Klar, wir wissen ja alle, Musik berührt. Ne? Und es sollte durchs Herz gehen, und das, was ihr macht, ist ja direkt ohne Struktur und trotzdem im Leben, ne? Um sein. Miriam, der Sinn des Lebens. Was sagt Pablo? Was sagt Pablo? Da kann ich mich nur anschließen, tatsächlich das Leben zu leben und sich nicht leben zu lassen. Und auf seine eigene innere Stimme und auf seine eigene Seele zu hören, weil die weiß, wohin es geht. Und nicht auf die Stimme von außen unbedingt immer zu hören, wie die Menschen einen gern hätten. Und im Fluss des Lebens zu bleiben. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich weiß nicht, was ich dann. Der Sinn des Lebens ist Leben, Abend. Ja, natürlich gibt es Strukturen. Natürlich ist eine Gesellschaft, eine Zivilisation immer in einem Prozess, auch in einer Veränderung. Und die Veränderung kommt meistens immer von unten, nicht von oben. Ne? Kann man nicht verordnen, die muss von unten rauswachsen, wenn wir sehen, dass wir auf einem Weg sind, der vielleicht irgendwo immer mehr in Disharmonie gerät. Ne? Und dann plötzlich erkennen die Menschen, sagen, was will ich denn in Zukunft tun? So möchte ich nicht mehr unterrichten. Politik würde ich das sogar gar nicht wissen. Und du hast ja auch die Industrie beraten und gesagt, nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Ich erinnere mich daran, mein Sohn, dass wir hier eine andere Aufgabe haben, Menschen auf
zu wecken, wo man sagt, oder eben eine neue Perspektive aufzuzeigen, wenn man sagt, denkt dran, ja, könnt ihr ja nichts falsch machen, denn wir leben ja zwar nur einmal, aber dafür ewig. Danke. Wie ist das mit den Tieren? Weil du machst ja auch Tierkommunikation. Ich denke, auch Seelencoaching hat auch was mit unserem Umfeld zu tun und natürlich auch mit unseren Haustieren, Tiere, die mit uns leben. Absolut. Und das Schöne ist, wenn man bei einer Tierkommunikation so richtig tief reingeht und hinter die Kulissen schaut, dann zeigt sich sehr, sehr schnell, dass bestimmte Verhaltensweisen, die die Tiere haben, dass sie die nur aus einem einzigen Grund haben, um ihrem Menschen zu helfen, seine Themen zu erkennen und aufzulösen. Das heißt eigentlich auch da, ich sage gerne, die Tiere sind unsere spirituellen Entwicklungshelfer. Das hört natürlich nicht jeder so gerne. Das ist aber sie zeigen uns so viel, wenn wir bereit sind zuzuhören. Und wenn ich mit einem Tier in Verbindung bin, ich schaue immer so ein bisschen, was steckt dahinter? Warum macht das Tier das? Es ist schön zu sehen, das Tier hat diese und jene Verhaltensweise und vieles lässt sich sicherlich aus Trainersicht auf die ein oder andere Art und Weise erklären. Ich hatte jetzt gerade diese Woche ein Gespräch mit einer Hündin, die ein sehr territoriales Verhalten zeigt. Und im Kontakt mit ihr konnte ich nichts von territorialem Verhalten spüren. Wir reden jetzt von lebenden Tieren. Wir reden jetzt in dem Fall von einem Lebenden. Ich muss es nur mal sagen, weil der Zuschauer nachher sagt, was reden die jetzt? Man kann auch mit verstorbenen Tieren natürlich auch in Verbindung gehen. Auch deren Seele ist natürlich unendlich, beziehungsweise existiert weiter. Aber du erzählst jetzt gerade von... Ich spreche jetzt gerade tatsächlich von einem lebenden Tier. Danke. Und diese Hündin hatte eben ein sehr territoriales Verhalten. Sobald jemand ins Haus kommt oder in der Nähe vom Garten ist, bellt sie. Und dann würde jeder Trainer sagen, okay, sie will es beschützen, sie will es verteidigen. Und der Hintergrund war aber letzten Endes ein ganz anderer. Sie wollte ihrem Frauchen zeigen, dass Grenzen gesetzt werden müssen, dass Grenzen beschützt werden müssen, dass sie ihren Privatbereich mehr schützen muss, weil das Frauchen macht das nicht. Mhm. Und die Hündin zeigt das extreme Gegenteil, um einfach zu zeigen, schau mal, da gibt es einen anderen Weg und das, was deins ist, das musst du beschützen. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, sowas rauszuarbeiten im Tierkontakt, einfach was unsere Tiere uns beibringen können. Die tragen so ein immenses Wissen in sich, dass, wenn man ihnen zuhört, jeder einzelne Tierhalter, aber auch die ganze Menschheit eigentlich davon profitieren kann. Für mich ist das Tier was ganz Besonderes. Nicht nur, weil ich Hunde liebe und natürlich auch meine vermisse, Klammer auf, Klammer zu. Aber für mich zeigt das Tier einfach die bedingungslose Liebe. Absolut. Ja, weil diese bedingungslose Liebe, wovon wir Menschen uns alle mal ein Scheibchen abschneiden könnten, das macht das Tier schon. Es lebt uns das quasi vor. Ja? Deswegen war ich jetzt so interessiert daran, geht es jetzt gerade ums lebende oder ums verstorbene Tier? Weil beide machen das ja. Richtig, richtig. Also auch die Verstorbenen zeigen ja, warum natürlich sie bestimmte Dinge gemacht haben oder welche Aufgabe sie bei ihrem Menschen gehabt haben. Aber immer geht es um dieses Thema, komm in deine Bedingungslosigkeit, weil wir sind ja nicht bedingungsfrei. Wir haben immer Erwartungen und stellen uns Dinge vor oder so muss es jetzt sein. Wobei, das stimmt nicht ganz. Da muss ich ein kleines bisschen widersprechen, nämlich in der Form, wenn man ein Tier hat, bei dem Tier schaffen wir es mit der bedingungslosen Liebe. Nicht und jeder Mensch. Die meisten tatsächlich, sicherlich nicht alle. Ja? Es gibt natürlich auch Tiere, die sich da zur Verfügung stellen, wiederum, damit wir Menschen was lernen. Aber sehr viele Tierhalter schaffen es, beim eigenen Tier in dieser bedingungslosen Liebe zu sein. Deswegen trauern manche Menschen um ein verstorbenes Tier sogar fast mehr als um verstorbene Menschen, weil ja, die Tiere uns diese bedingungslose Liebe gegeben haben und jetzt dieses Gefühl da ist, wenn das Tier weg ist, ist diese bedingungslose Liebe weg. Und ich channel ja auch die Tiergruppenseelen und ich habe da immer wieder auch durchbekommen, dass wenn wir nur ein kleines bisschen dieser bedingungslosen Liebe, die wir für unsere Tiere haben, für uns selbst nehmen würden, dann wäre das ein ganz, ganz friedlicher Ort hier. Dann wäre die Erde endlich in Frieden. Ich glaube, die Erde schafft das schon ganz gut. Die räumt gerade richtig auf. Mhm. Absolut, ja, Gott sei Dank. Ja. Viele Spirituelle sagen natürlich auch, die Erde ist ein Lebewesen, hat ein Bewusstsein und möchte auch sich weiterentwickeln. Pablo hat ja auch neue Projekte. Mhm. Was ist denn sein Wunsch überhaupt? Hat er denn ein Hauptziel? Sein Hauptziel ist es, über den Tod zu sprechen und da eben ganz, ganz vielen zum einen die Angst auch zu nehmen vor dem eigenen Tod und eben aufzuzeigen, dass das Leben nicht aufhört, wenn ich die Seite wechsle. Das ist das eine und das andere natürlich, das Herzensprojekt eben verwaisten Eltern natürlich auch, die zu unterstützen und
da eine Stimme aus der geistigen Welt zu sein. Und er verbindet sich auch ganz oft mit den Kindern in der geistigen Welt, ja, und schickt mir dann die Eltern auch und tritt dann gemeinsam mit dem Kind im Jenseitskontakt auf bei mir. Dann weiß ich schon, okay, und zeigt dann auch, was sie so in der geistigen Welt machen. Also das ist das eine, was er ja macht. Und das andere ist, er kommuniziert auch ganz oft, dass er heilen geht und helfen geht. Also zum einen bei dem Erdbeben Türkei, Syrien, da hat er mir ganz klar aufgezeigt, er hat jetzt keine Zeit für mich. Das merkt man dann auch, wenn er kommt. Da, also von der Energie her, eigentlich will er jetzt gar nicht mit mir kommunizieren, weil er hat zu tun. Er muss dort helfen oder er darf dort helfen. Eben Übergang in der Türkei. Ich habe da nicht genau was nachgefragt. Ich denke zum einen Übergang oder auch um die Menschen einfach zu versorgen, die da verschüttet waren, ja, und sie zu unterstützen mit der Energie. Und er kommt hier zu traurigen und kranken Kindern und spielt mit ihnen abends und gibt ihnen ganz, ganz viel Freude und Leichtigkeit auch. Er hat mehrere Aufgaben und er sagt auch immer, auch ich. Und wenn ich dann ihn auch frage, ja, was habe ich denn hier noch zu tun? Und dann sagt er immer, du musst noch nicht alles wissen. Genau. Ah, okay. Viele Menschen fragen sich natürlich, okay, wie muss ich mir denn das vorstellen? Leben nach dem Tod. Wie soll denn das gehen? Was ist denn diese Seele? Was ist denn dieses Bewusstsein? Wie schaut es denn da aus? Ist da irgendwas, auch eine Umgebung, gibt es auch eine Realität? Hast du da mit Pablo schon mal drüber gesprochen? Ja, also ich kann natürlich nur das erzählen, wie Pablo mir das immer aufzeigt oder aufschreibt. Er hat gemeint, es gibt dort unterschiedliche Ebenen und Schwingungsebenen und dass er jederzeit unsere Familienmitglieder besuchen kann, die nicht in der Schwingungsebene sind wie er, aber sie können nicht so einfach ihn besuchen. Also da gibt es wohl auch eben das... Ja, wenn man eben tiefer schwingt, ohne das jetzt bewerten oder beurteilen zu wollen, dann kann man nicht einfach hoch. Und ja, das, er geht auch essen, sagt er, und schlafen muss er aber nicht. Und es gibt keine Geht er essen, weil er muss oder aus Gewohnheit? Nee, weil es ihm Spaß macht, aus Freude, ja. Oder er spielt Fußball, ja. Er ist ja auch Musiker hier gewesen, er hat ja Geige gespielt und er geht dem auch noch nach in der geistigen Welt. Ich vertraue ihm, dass all das stimmt, was er mir so durchgibt. Ja. Da kannst du schon davon ausgehen. Ja. Was sind die skurrilsten Lesungen aus dem Feld der Liebe, wo die Menschen am meisten vielleicht überrascht waren? Gibt es da schon ein paar Geschichten dazu? Da müssten mir jetzt eine einfallen. Oder? Wie bitte? Jetzt haben wir die haben kalten Fuß erwischt. Ja, tatsächlich. Ja. Kommt jetzt gerade. Oder vergisst du das dann wieder, was du mit dem also gesprochen? Ziemlich viel vergesse ich wieder, weil sonst wäre es mir, ich bin auch sehr dankbar darüber, weil das wirklich sehr, sehr viel Information ist und ja unglaublich viel Energie durchfließt. Also wenn ich das alles irgendwie bei mir behalten wollte als meine eigene Erinnerung, dann also bin ich doch lieber Kanal, ja, okay, wo es einfach reinfließt und wieder rausfließt weitestgehend. Natürlich sind auch Erinnerungen da und es ist auch oft sehr berührend zu erleben, wenn wirklich für die Menschen, also was ich sehr berührend finde, ist, wenn sie wirklich mit sich selber in den Kontakt wiederkommen. Wenn sie wirklich also ganz häufig, wenn es um den Heilungsweg geht, dann sind das natürlich auch innere Anteile, denen wir begegnen, innere Kinder oder auch eben, wir werden auch manchmal frühere Leben gezeigt oder Ahnen, Themen aus der Ahnenreihe, die dann nach Generationen wieder in die Heilung kommen und dann und vor allem dann diesen Weg zurück, also was das dann auch für eine Welle in die Ahnenreihe wieder gibt. Also das heißt, was wir hier auflösen, geht auch rückwärts in unsere Ahnen. Genau. Das ist spannend. Genau, und ganz oft ist es so, dass das dann auch kommt, weil es kommen auch Menschen, die sagen, oh, jetzt habe ich schon so viel Ahnenarbeit gemacht und jetzt muss ich noch mehr Ahnenarbeit machen. Und dann, nee, Moment, wenn du mit dir bist, dann wirkt das nach hinten. Ja, dann fließt das nach hinten und die stehen da hinter dir und freuen sich, wenn es weitergeht, wenn du heilst und das für sie mitheilen kann. Ja, wenn dieser Impuls kommt aus dem Bereich der Inkarnierten, um dann in der Anreihe. Und das sind schon sehr, sehr berührende Dinge. Da kommt mir das wieder das in den Sinn, Entschuldigung. Aber dann kommen die vielleicht auch in diese andere Schwingungsebene durch die Arbeit hier. Ja, klar. Ja.
Ja, ja, das ist ja das, was die Verstorbenen auch sagen. Mhm. Ihr helft mir hier genauso, wie als wenn ihr jetzt betet zu uns und denkt, ihr bekommt Hilfe nur von uns. Wir helfen ja hier auch. Genau. Wenn ich jetzt Kunde bin und zu dir komme, dann habe ich das gerade so ein bisschen rausgehört. Ich komme vielleicht mit einem bestimmten Thema und gehe mit ganz anderen Themen wieder nach Hause. Ja, manchmal kann es natürlich sein, dass sich neue Fragen aufwerfen. Aber eben, es geht, was so schön ist mit diesem Feld und eben, weil du hattest gerade die Schwingungsebenen angesprochen, dieses Feld der Liebe ist sehr hochschwingend. Mhm. Also man kann in der geistigen Welt, das muss ich euch allen nicht sagen, ja auch wirklich ganz anderen Schwingungsebenen begegnen. Ist ja nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Und dieses Feld ist so klar und so rein empfinde ich es, dass ich weiß, die Informationen, die da kommen, ich muss damit verbunden sein, dann muss ich nicht jedes Mal wissen, wer spricht. Ist der vertrauenswürdig, sondern ich weiß, das Feld filtert das für mich. Denn was nicht in dieser Schwingung entsprechen würde, das käme jetzt nicht durch. Mhm. Und deswegen kommt auch nicht zu allem eine Antwort. Ja? Okay. Also wenn das nicht dran ist für denjenigen, weil der aus Neugierde fragt, dann bleibst du's da. Ja? Mhm. Dann kommt auch nichts. Ja, gerade Zukunftsfragen sind ja immer sehr... Ja, das ist zum Beispiel, wenn man einfach Kontrolle will... Aber aufgrund so einer, um dann so eine Frage zu stellen. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man plötzlich das macht, was man permanent abfragen soll, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun? Es ist ja eine Abhängigkeit. Ja, eben. Das heißt, Menschen bringen sich ja dadurch auch in eine Abhängigkeit. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Übung, so wie des Universums zumindest nicht. Ja. Genau, und das geht jederzeit oder eben in dem Feld, weil es auch einen weiteren Blick hat, als wir jetzt hier von unserer Warte aus dieser Inkarnation, bietet natürlich auch andere Einblicke in die wirklich tiefsten Ursachen, eben wie zum Beispiel frühere Inkarnationen oder eben die Ahnenthemen. Da können wir ja kognitiv überhaupt nicht ran. Mhm. Und das ist dann eben sehr schön. Ja. Das heißt, es geht immer um die Freilegung und um die eigene Anbindung derjenigen, die dann da kommen zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir sind nicht zufällig hier. Mit Sicherheit nicht. Du channelst auch, habe ich gesehen. Ja. Was und wen channeln wir denn? Hauptsächlich die Tiergruppenseelen, also das höhere Selbst der verschiedenen Tierarten. Tiergruppenseele habe ich so tatsächlich noch nie gehört. Ist ein Begriff, der eben auch oft verwendet wird für das höhere Selbst der Tiere. Also ich sage jetzt mal. Also aber nicht die Hundegruppe, die Katzengruppe. Doch, genauso. Doch, okay. Tatsächlich genauso. Spannend. Ja, sehr spannend. Also sind quasi die übergeordnete Hauptseele der Hunde, wo dann die Seelenanteile der Hunde... So kann man sich das in etwa vorstellen, genau. Und du channelst das für den noch Lebenden oder auch für die Verstorbenen? Sowohl als auch wiederum. Also das eine, ich unterteile das immer so ein bisschen, das eine ist die Tierkommunikation, fällt für mich dann wirklich eher da rein, wo es um die lebenden oder verstorbenen Tiere geht, wo der Tierhalter was wissen möchte. Und das Channeln vom Hören selbst der jeweiligen Tierart, da habe ich jetzt auch ein Buch geschrieben, wo einfach sowohl von verschiedenen Tieren, die wir so als Haustiere bezeichnen oder Nutztiere, bitte verzeiht mir, ich mag den Begriff nicht, aber er ist nun mal geläufig, oder eben auch Wildtiere, wo ich gechannelt habe, was das höhere Selbst der jeweiligen Tierarten uns als Menschheit mit auf den Weg geben möchte, wo, ja, ich sag mal, die stellen uns Wegweise auf, die zeigen uns, wo der Weg lang gehen kann und was wir tun dürfen. Kannst du 2, 3 Sätze dazu sagen? Vielleicht hilft das unseren Zuschauern ja auch. Ja, also als kleines Beispiel, bei der Hundegruppenseele kam unter anderem durch, was ich vorhin schon gesagt habe, wir sollen ein klein wenig von dieser Liebe, die wir für unsere Hunde empfinden, für uns selbst nehmen. Und es sind viele Hunde jetzt da, die uns dabei helfen, in unsere Präsenz zu kommen, die uns helfen, in unsere Kraft zu kommen, die uns auch helfen möchten, unsere Gefühle wieder mehr auszuleben und mehr zuzulassen. Und sie leben uns das vor. Und jeder, der einen Hund hat oder kennt, weiß, dass die da wirklich Meister darin sind. Die machen sich keine Gedanken über Arbeit, übers Abendessen, übers Frühstück, sondern die leben im Hier und Jetzt. Und wenn sie fröhlich sind, sind sie fröhlich und zeigen das. Und wenn sie schlechte Laune haben, zeigen sie es genauso. Und die machen das mit einer Leichtigkeit, dass wir uns da von denen noch eine Scheibe abschneiden können. Und wenn du jetzt sagst, du channelst auch Nutztiere, Klammer auf, Klammer zu, was sagen die denn? Ich möchte jetzt mal das Beispiel von den Kühen nehmen, weil die habe ich auch in meinem Buch drin. Also ich habe auch den Kühen in meinem Buch da ein Kapitel gewidmet. Und da war ein ganz großes Thema zum einen, dass die Kühe für die Mütterlichkeit stehen. Und es kam auch diese Bitte, lasst uns unsere Kinder. Nehmt von der Milch halt das, was übrig ist, aber lasst uns die Kinder und nehmt uns die Kinder nicht weg. Und das war was, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich da reinspüre an dieses Channeling, weil es einfach... ja, richtig unter die Haut gegangen ist, das zu spüren. Man,
Wenn ich ein Buch schreibe, kann ich nur Worte aufs Papier bringen und versuchen, das, was ich gefühlt habe, mit einfließen zu lassen. Ja? Und ich muss sagen, dass diese Gefühle wirklich teilweise sehr heftig gewesen sind. Genauso bei den Bienen, mir sind die Tränen gelaufen. Und es ist einfach das zu fühlen, was diese Hauptseele, dieses höhere Selbst fühlt und was sie uns eigentlich auf den Weg geben möchten, dass wir sorgsamer sein sollten mit der Natur, mit den Tieren, mit der Erde, auch mit uns selbst. Und diese intensiven Gefühle da durchfließen zu lassen, das ist schon sehr heftig. Ich glaube, es würde jeder Kuh schon helfen, wenn wir überhaupt mal ein bisschen wertschätzender mit Ja. unseren Tieren umgehen würden. Und das ist das eigentlich auch mit einer der Kernbotschaften von den sogenannten Nutztieren. Sie sagen zum Teil, es gibt welche, die sind gar nicht damit einverstanden, dass ihr Fleisch verzehrt wird zum Beispiel. Und es gibt welche, die sagen, okay, der Zeitpunkt des Todes ist so ein kurzer Moment in so einem Zeitstrahl. Aber dieser Zeitstrahl ist entscheidend. Und wenn wir sie einsperren, wenn wir mit der Massentierhaltung auch weitermachen, das ist für sie das Schlimme. Sie wollen die Sonne auf der Haut spüren. Sie wollen den Wind im Gesicht spüren. Sie möchten auch dem Regen ausgesetzt sein. Und das ist das, was sie eigentlich für sich möchten. Also einfach Achtsamkeit. Überlege mal, Sie stellen sich uns als Mensch hier oder hier, sagen wir mal als Seele, für uns als Mensch zur Verfügung und wir machen das daraus. Dass Sie Genau. natürlich durchkommen und sagen, wir hätten gerne Licht. Lasst uns die, wer weiß denn, wie die Leute beschäftigen sich nicht damit, dass die Kälber von den Müttern getrennt sind, sondern Ja. nur, wo sie die Milch herkriegen. Im Supermarkt. Ja, klar, Darf steht man im ja nicht Regal, da steht vergessen. ja nicht die Genau. kleine Kuh nebendran. Ganz genau. Und das hat mich extrem berührt, muss ich sagen, weil es kam keinerlei Kritik, es war keine Wut spürbar, es war einfach diese Sehnsucht spürbar, diese Sehnsucht, ich möchte als Mutter mein Kind bei mir haben. Und ich glaube, das kann jede Frau auch wiederum besonders gut nachvollziehen, auch wir Menschen. Und sie möchten einfach nur auch als Familie leben können. Sie möchten im Prinzip auch dieses Recht haben, leben zu dürfen. Nicht einfach nur funktionieren zu müssen oder für uns ein Lieferant von irgendwas zu sein, sondern leben zu dürfen. Da haben wir noch viel Aufgabe. Seelencoaching auf Augenhöhe, dass man das Ganze hier, ja, vielleicht ist es der Begriff, wir sind nicht unbedingt die Krone der Schöpfung, wir dürfen daran teilhaben und mehr im Moment zu sein. Das ist ja scheinbar die Botschaft, auch das Leben zu leben und mehr im Moment und sich die Ängste ein bisschen wegzulassen, weil man sagt, na gut, was in diesem Leben nicht ist, kannst du ja im nächsten machen oder im übernächsten oder es hört ja sowieso nicht auf. Also hast du ja auch keinen Zeitdruck, der sagt, ich muss jetzt das und das noch machen, weil ich habe ja nur dieses Leben. Sag ich, das ist ja ewig, das ist ziemlich lang. Ja, ich glaube, es geht auch mehr um Dankbarkeit und um Wertschätzung für das, was wir sind und was Genau, wir haben. wir bedanken, wir möchten immer irgendwas, was wir nicht haben, aber das, was wir haben, das wertschätzt man nicht Ja. mehr. Oder? Aber ich spüre auch, dass es sich verändert. Das tut es auch Ja, zum Glück, Ja. ja. Das Also ist die es ist nächste Frage absolut, dass es gewesen, sich das hast du schon verändert. gespürt. Und auch genau, und auch weil die Menschen, denen ich jetzt begegne im Zuge meiner Tätigkeit, es sind ja immer mehr da, die sagen, du hast es jetzt von den Lehrern angesprochen, ja. Also es geht nicht mehr, wie es bisher ging. Aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und das sind so viele, die sagen, ich komme nicht weiter, meine Strategie funktioniert nicht mehr. Und dann sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, das mag schmerzlich sein in dem Augenblick, weil auch das Neue ja noch nicht wahrnehmbar ist vielleicht. Aber es ist so gut, wenn sich das öffnet. Ja, da bin ich auch von der Warte bin ich auch sehr dankbar für die letzten paar Jahre, die wir hier erlebt haben, wo wir plötzlich merken, okay, irgendwie muss der Trott plötzlich Brett vorm Kopf, wir kommen nicht mehr weiter, wir können unseren Trott nicht weitermachen. Es ist ein Schock für viele und eben ganz viel ist auch kaputt gegangen sozusagen. Aber das ist auch immer die Chance, den Blick neu zu öffnen, neu zu weiten, mal zu gucken, wo bin ich überhaupt? Und das ist im Großen wie im Kleinen und eben, dass die Tiere, ich habe auch eben, wie du es schon sagtest, das nehme ich auch so wahr, ja, dass die Tiere sich da zur Verfügung stellen, uns auch unsere eigene Lieblosigkeit zu spiegeln. Und sie Ja, schmeißen uns und aus die der Komfortzone Grausamkeit, raus. in die wir uns rein manövriert haben. Ja, also eben, was du jetzt von den Haltungstieren da gesagt hast, dass tatsächlich begegnen mir solche, ja, diese Informationen auch immer wieder. Wir werden quasi jeden Tag aus der Komfortzone geworfen, aber Absolut. wir versuchen halt mit jeder Faser unseres Seins den Kram festzuhalten. Ich darf dir sagen, du weißt, warum so viele Lehrer kommen. Ja. Weil du Gruppen channelst, brauchst du nicht wundern, dass alle Lehrer dann auf einmal kommen, weil demnächst sind es jetzt vielleicht die Metzger. Das ist mir schon, ah, um Gottes Willen. Ja. Da möchte ich dann aber nicht zu tief eintauchen, bin ich ganz ehrlich. Mach dich auf, auch die haben ein Herz. Absolut. Wir wünschen natürlich vielen Menschen bei diesen Gesprächen auch ja, neue Impulse. Ja.
für die Seele, für sich, für das Umfeld. Ist ja immer, wenn man sich selbst verändert, ändert sich das Umfeld ja auch. Ja. Da wünscht man natürlich auch Pablo auch wieder einen riesengroßen Postkasten mit sehr vielen Fragen, die sich dann irgendwie von wie von selbst beantworten dann. Genau. Aber schafft man noch mal eine Seelenmusik? Kommt noch mal eine durch aus dem Jenseits für die neue Zeit? Ja. Macht sie noch mal beide? Ich habe eine Botschaft von Pablo, er möchte ein Flötensong. Super. Aber ich muss sie holen. Ja? Ich habe die Flöte im Auto. Das ist kein Problem, dann quatschen wir in der Zwischenzeit weiter. Pablo mag Flöte. Also, ja, er selber hat ja Geige gespielt, ja, und er mag auch sehr die klassische Musik und Panflöte zum Beispiel, Indianermusik, so nenne ich sie, ja, das hat er immer geliebt, das hat ihn fasziniert zu Lebzeiten. Deshalb wundert mich das jetzt nicht, ja, und so ist Pablo. Er dockt sofort überall an und verteilt Aufträge. Überlege doch mal, wie sensationell das ist. So merken doch andere Menschen auch diesen Zusammenhalt. Sie merken auch, wie einfach und leicht die Kommunikation mit der geistigen Welt ist. Ja. Wie dicht das Feinstoffliche hier die ganze Zeit schon rumläuft. Ja. Es ist ja jetzt nicht nur, dass Pablo hier die ganze Zeit rumsteht, sondern hier stehen ja alle anderen auch. Unendlich viele, ja. Du hast ihn aber nicht abgepudert. Nee, brauche ich auch nicht. Ich war heute nicht die Puder. Also. Ich habe noch eine Info gerade bekommen, warum bei mir gerade nichts kam, als du mich gefragt hast. Da kam, das ist genauso eine Frage, die kam aus der Neugierde und erzähl doch mal was Sensationelles, wenn ich das jetzt einfach hier mal so rückspiegeln darf. Und dann kam, nee, darauf antworten wir nicht. Kommt was anderes. Gleich enttarnt. Ja. Spannend, oder? Ja. Ja, spannend. Also das Schöne ist ja auch bei unseren Events oder so, man kann ja die geistige Welt nicht bescheißen. Auch wenn der Mensch immer versucht, das zu tun. Ja? Sie sagen dann zum Beispiel in der geistigen Welt, hinter dem Laptop sitzen drei Personen, aber sehen kann ich nur eine. Und der Mensch hat noch nicht verstanden, dass das nicht funktioniert mit der geistigen Welt. Die Konsequenz ist dann, wenn Sie bescheißen, Klammer auf, Klammer zu, dann kriegen Sie eben keinen Kontakt. Also das sind so deutliche Dinge, die sie immer wieder zeigen. Ja? Ja, das ist am Anfang immer ganz witzig, weil wenn die Leute sich dann einschalten über Zoom und dann du die Information kommst, ja, hier die Dame sowieso, übrigens, bei dir sitzen noch drei, haben gerade meine Spirits gesagt und dann werden die ganz blass und sagen, okay, rein rücken. Es geht ja auch nicht nur ums Bescheißen oder ob beschissen wird oder nicht, sondern auch, ist das gerade die Frage? Es ist doch nicht ehrlich. Also ganz oft merke ich gehe ins Feld und schaue, denke, habe eine Frage und dann kommt nichts und dann muss ich erst mal fragen, stelle ich die richtige Frage, geht es hier rum? Und also in die Richtung ging das jetzt. Es geht ja um Ehrlichkeit und Wertschätzung auch für die geistige Welt. Also für mich ist es scheißegal, verstehst du, ob mich jeder liebt oder so, ist völlig, darum geht es gar nicht, ob die mich gut finden. Es geht darum, dass die geistige Welt die Möglichkeit hat, jetzt durchzukommen. Und wenn sie dann ohne Dankbarkeit und Wertschätzung sind, müssen sie sich auf der anderen Seite halt nicht wundern, wenn sie genau dann an dem Tag keinen Kontakt kriegen. Ja. Und ich habe auch festgestellt, wenn man Forderungen stellt, ne, wenn man sagt, ich will jetzt und jetzt müsst ihr mir da antworten, das ist Forderungen mögen sie ja auch überhaupt nicht. Nein, dann geht auch das Türchen hinten dran zu. Und darf man sich mit seinem Frust. Wie Heidi Klum so schön sagt, du bekommst heute kein Foto. Es geht nur in Liebe. Ja, genau. Wie schön. Pablo hat mir geredet, auf Schweizerdeutsch, so weit war ich, glaube ich. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, willst du ein Lied für deine Mutter? Dann sagt er, ja, auch, aber er würde lieber ein Lied für alle, die ein Kind verloren haben. Das ist aber toll. Ja, aber er nennt das Lied von Pablo. Macht nichts. Ein bisschen ein Ego-Mensch. Ja. Thank you.
Jawohl. Danke, Pablo. So viel Leichtigkeit. Es bringt einfach so viel Leichtigkeit, weil die Kinder einfach auch eine ganz andere Sichtweise haben. Ich meine, gut, es ist jetzt keine Kinderseele, es ist ja eine Seele. Und wir sehen sie nur in dem... Aber Rhythmus hat er. Ja, und Frohsinn und Leichtigkeit. Ja. Genau das, was... Ja, wir könnten jetzt noch einige Zeit weiter sprechen über dieses Seelencoaching. Aber leider sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Danke, Susan, für deine Co-Moderation. Danke, liebe Gäste, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke an die Zuseher. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Wurzelheimat. Danke. Ich habe die Sendung gesagt.